Salamani, Yana Muchachos, da bin ich wieder am Stissel, euer Deko von den Losers. Wir zocken wieder eine Runde Rainbow Six Siege Ranked. Und zwar zocken wir heute einen Solo-Rank, denn wir haben zwei Sachen. Einmal, die Couch-Gamer hatten gerade ihren 24-Stunden-Stream, es ist also heute Sonntag. Couch-Gamer hatten von gestern auf heute ihren 24-Stunden-Stream, das heißt, die sind, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch am Stream sind oder ob sie schon tot ins Bett gefallen sind, auf jeden Fall sind sie nicht mehr tauglich für Rainbow Six. Und das zweite ist, der Bosser ist krank. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, Muchachos. Wir haben pünktlich zu den Sommertemperaturen, hat der Bosser sich eine Erkältung zugezogen. Oder Schlimmeres, wir wissen es noch nicht. Denn er hat sogar auch keine Stimme mehr und es geht ihm wohl richtig, richtig scheiße. Deswegen auch kein Mabossa dabei. Also denkt sich Deko, er zockt jetzt mal noch eine Ranked. Und wir werden das hier mal solo wuppen und die Eier raushängen lassen und hier ordentlich wegziehen. Noch eine Neuigkeit. Ich habe neues Sound-Equipment. Ich habe ein bisschen Knete ausgegeben und habe mir dafür einen Kompressor und ein neues Interface gekauft, das dafür sorgen soll, dass meine Stimme sich erstmal besser anhört. Ich hoffe, ihr merkt qualitativ möglicherweise einen Unterschied. Und außerdem sollen Extreme in der Stimme, also extrem leise und extrem laut, besser werden damit. Und zwar kann ich es mal zeigen, indem ich aber Knallgas rumschreie! Ich hoffe, es hat euch diesmal nicht die Ohren zerfetzt. Natürlich habt ihr gemerkt, dass ich geschrien habe, aber theoretisch soll die Lautstärke nicht so krass nach oben gehen. Es soll auch nicht, nicht so krass verzerren, die Stimme. Ich habe es schon mal getestet. Hat ganz gut geklappt. Ich hoffe einfach mal für euch, dass ich jetzt nicht zu sehr übertrieben habe. Und es jetzt dann, weil es zu laut war, doch nicht geklappt hat. Dann entschuldige ich mich schon mal hier bei allen Headphone-Users. Auf jeden Fall habe ich da mal Rücksicht genommen, ein bisschen Geld für mich auszugeben. Denn Deko ist ja durchaus noch bekannt für ein bisschen rumschreien und dann taten mir eure Ohren doch ein bisschen leid. Deswegen ein bisschen neues Equipment. Außerdem soll auch, wenn ich sehr leise rede, wenn Deko manchmal in seine leisere Stimme verfällt und man sagt, Deko, man hört dich gar nicht mehr. Auch das soll theoretisch auf ein hörbares Level hochgeregelt werden. Hoffe ich zumindest. Das Ganze natürlich neu und ich weiß noch nicht, ob es bereits perfekto eingestellt ist. Ich kann auch hier nochmal eben live noch ein bisschen umgestellt. Aber wir gucken mal eben hier in die Ranked rein. Einer ist Level 20 unranked. Da haben wir Silber dabei. Dann haben wir nochmal 20 unranked dabei. 32 unranked und sogar ein 51er Bronze. Finde ich sehr fair, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier 102 Silber in meinem Team. 37 Silber in meinem Team unranked. Und 62 Silber, also vom Rank her allgemein würde ich sagen, ist mein Team besser. Was mir um ehrlich zu sein bei Rainbow Six so gut wie nie passiert. Wir haben es mal gezockt, relativ viel privat Rank gezockt mit hey guys, we're not playing or I don't know what. Mit Mabossa und mit Mabossa und Scharlach zusammen. Und Scharlach hat ja gerade erst Rainbow Six gekauft, das heißt, er war irgendwie Level 7 oder sowas. Das Lustige ist, Muchachos, wenn ihr Freunde habt, die noch nicht Level 20 sind, das heißt, sie können eigentlich noch keinen Ranked spielen. Der Ranked ist eigentlich bei Rainbow Six erst ab Level 20. Dann ladet ihn einfach in eine Gruppe ein und ihr startet Ranked. Dann hat es funktioniert. Wir konnten einfach so mit Scharlach Level 7 Ranked zocken. Und hatten dann aber richtig, ich glaube, bei 80% der Spiele hatten wir Gegnerteam mit Platin-Gegnern. Und da fragt man sich dann manchmal Matchmaking, please. Also da sagt man schon mal, kann man schon mal sagen, das Matchmaking von League of Legends soll nicht so geil sein, aber aha, in der Bar oder wie? Der Puls schleicht hier hinten rum. Die Drohne, guys, save the drone. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Okay, die sind auf jeden Fall in der Bar. Ich stelle mal meine Drohne hier hin. Oh, schade, ich habe jetzt. Ich versuche gleich nochmal auf meinen Lieblingsplatz zu kommen, ja, Muchachos? Super Drohnenaussichtsplatz. Hätte ich vielleicht schon früher dann denken können. Ich zeig euch ihn jetzt. Auf dieser Map. Und zwar springt ihr von hier aus da hoch auf das Geländer. Dreht euch um und springt. Ach, come on, Alter, er springt einfach nicht.
So. Und hier oben habt ihr jetzt einen super Überblick. Könnt da oben alles einsehen, könnt da unten ziemlich viel einsehen. Perfekt, oder? Hat jetzt ein bisschen was gedauert, aber... Bewegen uns mal, da wurde schon einer von uns weggesprengt. Ich weiß gar nicht, warum der so vorgestürmt ist. Okay, okay. Ich würde fast wetten, der Puls ist oben irgendwo. Kurz ein bisschen hören. Ich muss mal hier gucken, dass ich so inzwischen... Ach, fick mich. Immer diese scheiß Treppen. Ich hasse es. Ich wollte gerade sagen, immer so ein bisschen Pause machen zwischen Labern, um euch zu unterhalten. Und Concentration, um hier aufzupassen. Ja, die beiden können natürlich jetzt nicht viel machen da, ne? Jungs, ihr habt keine Termite mehr. On the stairs, left side, stairs. Yo! Ja, Mutschatz, wir müssen nochmal gucken überhaupt, auch mit Mabossa jetzt, mit der Krankheit, wie das wird, denn wir müssen theoretisch gerade ziemlich viel vorproduzieren für GTA, weil ja Dena bald weg ist und weil Kev zwischendurch auch nochmal weg ist. Und deswegen nehmen wir jetzt immer, haben wir Termine und nehmen immer 5 Folgen auf einmal auf. Und haben jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, das heißt 15 Folgen GTA, wo möglicherweise der Mabossa gar nicht mitmachen kann, weil er keine Stimme hat. Und weil er krank ist. Das wissen wir noch nicht genau, aber das könnte passieren. Was machen wir da? Dann müssen wir ohne Mabossa klarkommen. Ich meine, der nervt zwar eh nur und ist auch nochmal schlecht. Ja, da hinten läuft was. Aber naja, Muchachos, wir gucken das nochmal, wie das dann wird. Erstmal hoffe ich, dass ihr das warme Wetter genießt. Es ist ja gerade echt richtig geil. Ich glaube, ich glänze möglicherweise noch etwas im Gesicht. Denn, Herrentag, bzw. Vatertag, ich weiß gar nicht, was über Vatertag. Warum heißt das jetzt eigentlich Herrentag oder Männertag oder Vatertag? Es hieß früher immer Vatertag. Ich nenne das Vatertag. Jedenfalls, draußen in der Sonne und so und miesen Sonnenbrand. Ich zeig euch das mal. Und jetzt meine normale Hautfarbe. Also, es ist schon ein schöner Kontrast, muss man sagen. Im Gesicht, also meine Arme sind noch gut rot, aber mein Gesicht geht schon wieder einigermaßen, aber ich muss halt trotzdem noch ein bisschen eincremen. Auf jeden Fall, Muchachos, niemals die Sonnencreme vergessen, das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Auch wenn es nervt, ich weiß. Sonnencreme ist scheiße. Die Klamotten kleben, das ist ekelig und was macht er denn? Egal, egal, egal. So läuft das im Rack für Deko. Chapat, die ist da. Müssen wir deffen? Ich wurde auch gefragt nach meinen Lieblings-Operators bei Rainbow Six. Ich sage euch: in der Defensive, den Jäger. Jäger ist geil. Eigentlich sagt man so bei. Geisel nimmt man den nicht so, weil da sollen die Gegner ruhig die Geisel umbringen mit ihren Explosives. Aber ich nehme meistens trotzdem den Jäger und plante aber diese Geräte nicht. Und dann fertig. Oder plante sie in einem anderen Raum, damit da keine Granaten reinfliegen. Aber bitte machen, wie ihr wollt. Take mute, aber ich finde die Waffe. Mute. Die Waffe ist einfach unnormal geil. Mute better in this map. Ist einfach die einzige Defensive-Waffe auch. Die, Hallo? Hallo. Das ist die einzige defensive Waffe, die vom Damage her mit den Waffen der Angreifer treffen kann. Wenn wir euch Angreifer zocken, sage ich euch, wenn ich da feiere. Aber defensive auf jeden Fall Jäger und Bandit. Die Waffen vom Bandit auch so geil, sehr geil, deswegen. Das Ding. Ja, und hier einfach nochmal Stacheldraht hin und wir hauen noch. Nur noch 10 Sekunden. Ups. Ich bin zu langsam mit dem Planten der Geräte. Nur noch 5 Sekunden. Gehen wir drauf. Sehr, auch sehr wichtig. Dieses Gerätchen da. Denn ich sehe oft, dass es gibt so einen Trick. Please cast a wall again.
die Wand verstärkt. Das lief nicht gut, Muchachos. Aber ich war auch viel zu langsam, muss ich sagen. Ich war viel zu langsam. Egal, wir haben Assist bekommen. Und wir haben eine Granate abgefangen, offensichtlich. Warum das Gerät da auf der linken Seite ganz gut ist, mal an den Türen, auch zum Beispiel bei, wo ist das? Bank? Nee, nicht Bank. Gegner verbleibt. Konsulat. Konsulat ist das. Es gibt oft mit dem Bennett diesen Trick, kennt ihr vielleicht auch, ist nervig, wenn man gegen Bennett spielt, als Termite, dass er einfach immer diese Elektrodinger umstellt und dann immer eure Termite zerstört. Das versuchen viele dadurch zu countern, dass sie einfach durch diese kleinen Drohnenschlitze eine Granate schmeißen. Und wenn ihr also euren Bandit beschützen wollt bei der Sache, dann macht einfach das Gerät dahin als Jäger und dann wird die Granate direkt abgefangen. Und der Bandit kann weiter fröhlich seine Dinger umstellen. Ich muss sagen, ich bin so sehr zufrieden mit meinem Team. Also wenn wir das noch verlieren, dann läuft irgendwas nicht gut. Oh ja, sehr nice, sehr nice. Ich habe nicht so viel gerissen, ich habe zu viel erzählt, zu wenig konzentriert. Machen wir jetzt anders mit Schatzschuss. Deko, wenn jetzt die Runde anfängt, hält Deko seine Schnauze. Aber erst einmal bei den Attackers, meine Favorites, der Thatcher und der Termite, die müssen immer dabei sein. Don't rush fast, guys, don't rush fast. Don't rush, muchachos. Falls ihr mal Thatcher zocken wollt aber und es aber im Team noch keinen Termite gibt, dann lasst das mit dem Thatcher und nehmt den Termite, denn der Termite ist dann wichtiger und nützlicher. Der Thatcher hat eigentlich keinen Sinn, wenn kein Termite dabei ist. Deswegen nehmt Termite. Dann könnte es zwar sein, dass ihr manche Wände nicht aufbrechen könnt, weil die blockiert sind, aber es könnte halt doch sein, dass ihr eine Wand findet, wo ihr das machen könnt. Und dann hat der Termite wieder einen Sinn gehabt. So, wir checken mal, die sind auch im Keller. Garage, in the Garage. Same room as we are. Where? Same room as we are. Our Garage. Garage, Garage. Ich liebe das, mich mit meinen Teammitgliedern zu unterhalten. Toll. Yes, yes. Ich hab's gefunden. Safe Drone, Bro. Safe Drone, safe oft, Drone. Oft muss man safe sagen, wenn Drone. Man sich mit denen unterhält, dann, sind die auch. Der größte Teil ist da ganz freundlich eigentlich. Es ist mir so bei anderen Games auch nicht passiert. Es gibt allerdings auch ziemlich viele Arschlöcher. Weiter zum Biogefahrenbehälter und diesen sichern. Genau, ja, let's go through the garage door. Thatcher, come fast. Get that from here. Ah, I hate this bandit. Fuck, trick. Thing. Thatcher, throw a grenade. And Twitch, please, go with your drone. And destroy the last bandit electric thing. Up, check up, check up. Deaktiviere die Elektronik. So, Twitch. Bandit will place his electric thing. Jetzt kümmern wir uns mal um die Gipswand. Opening. Nice one. So, da hat man oft was. Da hinten. Sehr schön. Let's go. Wir gehen einfach mal rein, Muchachos. Ich mach's erst gerne hier. Einfach reingehen und hier in die Ecke legen. Und hier auf die Tür. Rechts die Tür. Camping. Da haben wir ihn, Muchachos, mit der Grenade! Bah, Tactics! Sehr schön. Da war die Verständigung mit dem Team da. Da haben unsere Leute oben schon ein bisschen aufgeräumt. Sehr schön. Muss man sagen. Hat gut geklappt. Mit der Runde bin ich zufrieden. Hat noch einen Kill geholt am Ende mit der Granate. Und da war doch alles Wunderbärchen. Get bad, I think. Or dining room. Bar oder Dining Room kann man machen. Aber was nehme ich da am liebsten? Sorry, what did you say? You choose what you Bar or Dining Room. Okay, nehmen wir die Bar.
Hope they have no fuse, ja, das wäre besser bei der Bahn. Da ist das immer so ein bisschen schwierig. So, wir haben echt einen Dog und einen Rook dabei. Okay. I'll close the top door. So. Und. Ich denke mal, Muchachos, wir werden diese Runde einfach mal campen. Wir brauchen zwei, dann stelle ich noch eine Tür hier hin. 5 Sekunden. Drohne erwischt. Kann die Bombe sogar Zeit? Und dann schließen wir hier. Nehmen wir meinen Kevlar. One Kevlar left. Und hau mich dann gerne hier in die Ecke. Scheiße! Der Typ hat meinen Platz genommen. That one really low. Okay, I hear shield. Yeah, shield is really low. I hit him like 10 times. Shield is outside. Okay, no, einer ist schon tot. Sehr her. Schön. Got it. Nice one. One up. Stairs up, he's going up, he's coming to you, Doc. Doc. Hinlegen. What? Ich seh nix, scheiße. Oh, fuck. Left, he's camping. Right, sorry. Fuck. Yeah, right. Muchachos! Bam, 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 bam! Haben wir sie beide geholt, der dachte, wir wären auf der anderen Seite. Guck mal, war ganz locker. Puh. So läuft das! So muss ein Ranked laufen. Ich hatte davor, weil ich schon Ranked aufnehmen, Muchachos. Und eiskalt, ich will das Ranked aufnehmen. In der ersten Runde gewinnen wir, lieft einer. Zweite Runde verlieren wir, lieft ein zweiter. Und dann waren wir einfach noch zwei Runden lang einfach nur 3 gegen 5. Und wir haben uns nicht schlecht geschlagen, aber es war einfach mit 3 gegen 5. Ich vergleiche es ungern mit League of Legends, aber auch bei League of Legends hat man mit 3 gegen 5 keine Chance. Und das ist nun mal so. Aber es läuft mit Chachos. 3, 2, 2. Ich würde sagen, it runs. Die eine Runde war nicht so geil, die erste war es, glaube ich, also die zweite oder was, die ersten beiden sind da? Keine Ahnung. Aber jetzt läuft's. Wir haben sie schon in Garage again. Okay. Dann gehen wir mal wieder auf unseren besten Spot, um abzuchecken. Checken mal. Zack. One is at the window. Einsatz in 10 Sekunden. Okay. 5 Sekunden. Keller. Okay, I got a nice drone for those who want to go in upstairs. So, dann wollen wir natürlich wieder hier durchgehen. Wir sind nicht mal. Okay, die haben auch keinen Bandit. Sie haben Mute. Thatcher, please. Thatcher. Yes. Do you want me to come down? Yes, please. Platziere Streusprengsatz. So, wir warten noch. Da gibt's schon den ersten Kill, Muchachos. Bereit. Spezielle Ladung.
So. Guys, don't run, don't run. Okay. Woo! Hello, muchachos! One door, one door, one door, one door. Upstairs, 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 upstairs. He's low, he's low, he's low, he's low, he's low. He's low. Letzter verbleibender Gegner. Be careful. Woo! Den hätten wir noch gekillt. Nice job. Oh, ich hab glaube ich gerade letzten Wörter komplett im Teamchat gesagt. Muchachos! 3-1! Das war ein geiles Team, Muchachos. So kann es laufen, wenn man ein gutes Team hat. Das hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Gebt einen Daumen nach oben für die Sonntagsfolge. Genießt das Wetter noch. Die nächsten 3 Tage werden noch gut, danach wird es wahrscheinlich dann Scheißwetter geben. Also lasst euch ein bisschen in die Sonne blicken, Muchachos. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Reingehauen. Bye, bye.